Hi Leute, da sind wir wieder. Wir müssen uns beeilen. Eigentlich kriege ich Akku noch. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier den Stinger und den möchte ich zum Abschluss benutzen, weil dann hat Claude auch sein finales Happy End mit Maria, die er dann auch gleich danach abballern wird. Das werdet ihr aber sehen. Jetzt haben wir nicht nur Zeit hier in dem Spiel, Zeitangabe, sondern hier, der Abfangjäger. Oh, what is that gooey yellow stuff? Oh, hey, babe! My handyman. I was bored, so I came over to keep a sip of company. She's got the makings of a natural, this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming in. Wir haben noch 30 Minuten Zeit. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. Ach stimmt, die geht auch auf Zeit. Mag ich nicht, Zeitmission. Die sind so richtig krüppelig, habe ich das Gefühl. Na, da haben wir... Also das ist so eine Mission, da bräuchte man eigentlich keinen, weil das ist machbar auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Aber nicht nur auf diese ganz bestimmte Art und Weise, sondern die ist auch so machbar. Belleville Park, so heißt der, nicht Central Park. Hier, wem das noch nicht aufgefallen ist, das sollte eigentlich einem sofort auffallen. Hier, Liberty City ist sehr an New York angelehnt. Finde ich auch echt cool. Zum Beispiel Vice City ist auch sehr an Miami angelehnt. Ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich cool. Auch wenn das jetzt hier den meisten fällt das wahrscheinlich wirklich auf. Mann, wir sind gleich fertig. Ist es euch überhaupt bewusst? Wir sind wirklich gleich fertig mit dem ganzen Spiel. Nur noch zwei Missionen. Ach ja, mir fällt gerade was ein. Ich hätte doch ein kleines Thema. Diese ganze Scheiße, wie die man liken muss. Ist es euch eigentlich auch? Jetzt sag nicht. Wo müssen wir hin? Also, wir sehen uns gleich. Leute, da bin ich wieder. Mir ist aufgefallen, ich musste gar nicht auf Portland View, sondern ich musste auf Staunton Island hier drauf. Versteht ihr? Und das war ganz schön Scheißdreck. Das war so richtig scheiße. Das hat mir gar nicht gefallen, dass das passiert ist. Und deshalb, Entschuldigung, dass es so kurzfristig abgebrochen wurde, hier jetzt die Aufnahme. Ich wollte eigentlich noch Schau sagen, bis gleich, aber naja, das ist wirklich aus Versehen gewesen, dass es passiert ist. Jetzt müssen wir eigentlich relativ gut sein. Währenddessen, falls wir dann tatsächlich... Okay, da ist es. Weil hier ist nämlich so ein Typ, so ein kolumbianischer Sack wieder. Den haben wir mal kurz gemützelt. Wo kommt das jetzt bitte schön her? Das Flugzeug. Hubschrauber, Scheißdreck da. Ach, im Zoom-Modus kann man da gar nicht drauf zugreifen. Ach, okay, ja. Das ist, finde ich, auch einer ziemlich schwieriger.
Warum Mission fehlgeschlagen? Hä? Wieso ist jetzt die Mission fehlgeschlagen? Ach, die muss... Okay. Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Ich weiß, wie wir es machen. Wir halten da an der Boje. Dann gehen wir da drauf. Zu dieser Markierungsboje fahren wir. Aber anstatt bei dieser Markierungsboje... Ach ja. Na gut, das war mein Fehler. Das gebe ich auch offen und gern zu. Aber passiert ja mal. Trotzdem sind wir gleich mit dem Spiel um. Und daran kann auch niemand was ändern. Außer wenn jetzt mein iPad abstürzt, ja. Gut, dann müssen wir eigentlich nur hier nochmal das anschauen und dann anfangen und so, ja. Also ich finde, an manchen Stellen ist das GTA irgendwie besser als Vice City, aber Vice City bleibt trotzdem mein Favorit, ja. Da rennen wir eigentlich kurz. Nein, da rennen wir nicht runter, weil wenn wir es jetzt tatsächlich schaffen, dann brauchen wir ein Gefährt. Weil da kommt Polizei. Es gibt auch irgendwo, wenn man irgendeine Mission macht, dann kann man da Dauersprinten. Ich weiß nicht, welche Mission, ob das irgendwelche so Krankenwagen-Missionen sind, weiß ich nicht so genau. Oh man, warum muss ich die ganze Zeit furzen? Boah, wieder so ein komischer Kelloggs-Furz. Oder nee, ich mach das so. Okay, jetzt habe ich mich bereit gemacht. Oh man, why? Okay, das schaffen wir. Wenn wir es nicht schaffen, dann ist auch nicht weiterhin schlimm. Dann mache ich die eben offscreen, weil ich möchte das Ende unbedingt jetzt haben, langsam. Langsam geht mir das Spiel auf den Sack. Ja, ich gehe gleich. Gut, meine Mutter war da. Ja, wir haben es geschafft, man! Nach dieser Mission muss ich leider abbrechen und dann werde ich auch später nochmal aufnehmen, heute Abend wahrscheinlich dann. Warum wollen die mich eigentlich haben, wenn ich hier jetzt schon... Okay, also, ich werde heute Abend das Ende leider aufnehmen müssen, einfach aus dem Grund. Ja, ist auch nicht weiterhin schlimm. Muss jetzt nun mal sein. Ja, kann man nichts dran ändern. Ich muss austragen gehen. Ich werde jetzt aber auch erstmal gleich noch. Mach das Teil nicht kaputt, du Sack. Habt ihr doch gar nichts getan, wirklich. Ich habe hier Spank aufgesammelt. Muss die doch zum Teil gar nicht interessieren.
Nehmen wir hier mal die Uzi wieder in der Hand. Oh, da ist noch mehr Spank. Alter, nervt der Helikopter da. Fuck off. Nein, 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 nein. Wartet kurz. Wartet. Lasst mich in Ruhe. Ich möchte jetzt kurz die Mission machen. Fuck off, fuck off. Ey, 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 ey. Nein, ach komm. Ich werde sie jetzt offscreen machen. Ich möchte einfach nur das Ende aufnehmen, okay? Dann sehen wir uns im nächsten Part. Das wird wahrscheinlich dann das Ende sein. Ja, bis zur nächsten Folge. Und dann haben wir das Spiel jetzt auch endlich durch. Ja, ciao, Leute.